So, meine Friends, welcome back. Brandy hier, Heart of the Swarm, StarCraft 2. Let's go on. Bam, 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 bam. So. Brutmutter Naktul hat uns kontaktiert. Sie spricht im Namen der verbleibenden Brutmütter, die nicht unter deiner Kontrolle stehen. Sie spüren deine Macht und möchten wieder zum Schwarm zurückkehren. Brutmütter, hört mir zu. Ich schicke euch die Koordinaten unserer Feinde hier im Sektor. Vernichtet sie. Macht ihre Stellungen in meinem Namen dem Erdboden gleich. Dann werdet ihr wieder eins mit dem Schwarm. Das werden wir tun, meine Königin. Durch ihre Rückkehr wird der Schwarm wieder vereint. Du bist deinem Sieg sehr nahe. Deinem Sieg. Vor allem. Oh, die Hyperion. Hier gibt es keine Essenz. Ich kann nicht sammeln, was es nicht gibt. Wir sind hier, weil unsere Königin es befiehlt. Wage es nicht, sie in Frage zu stellen. Ich folge, um Essenz zu sammeln. Du musst gehorsam lernen, Urzerk. Ja, komm zu mir. Dann werde ich mir deine Essenz einverleiben. Genug. Zagara, sprich nicht für mich. Dehaka, von meinem Schwarm wird nichts gesammelt. Oh ja, die ersten... Die Brutmütter arbeiten nicht gerne mit Terranern zusammen. Sie waren wesentliche Elemente meines Plans. Sie lassen fragen, ob sie die Terraner jetzt vernichten dürfen, da sie keinen Nutzen mehr haben. Sag ihnen, dass der Terraner nichts passieren soll. Ich befehle es. Das werde ich, meine Königin. Ja. Habt ihr irgendetwas gefunden? Colonel Orlan hackt sich gerade ins Netz der Liga. Sag ihm, er hat eine Stunde. Das werde ich nicht, Kerrigan. Die Sache ist zu groß für dich. Mach es nicht noch schlimmer. Wenn die Liga uns bemerkt, werden sie Jim verlegen oder töten. Ihre Ungeduld gefährdet diese ganze Operation. Sparen Sie sich die Drohungen. Du bist ja ganz schön erwachsen geworden. Die Zerg sind nicht die einzigen, die sich anpassen. Ich werde warten, bis dein Experte seine Arbeit erledigt hat. Du bist ja ganz schön erwachsen geworden, kleiner Bubi, gell? Ach, ich habe gar keine Punkte bekommen. Na toll. Es ist Zeit, Valerian und Horner zu kontaktieren. Ich muss wissen, wo Jim ist. 11 Machtpunkte, dann könnte ich ja glatt voll sein, oder? 11. Und dann wäre ich... nee, doch noch nicht voll. Na gut, aber wir machen jetzt schon mal... Mission starten. Kerrigan, wir haben ihn gefunden. Wo? Er ist auf der Moros, einem mobilen Gefängnisschiff, das jede Stunde an zufällig generierte Koordinaten springt. Es gibt keine Möglichkeit vorherzusagen, wo sie als nächstes hinspringen wird. Irgendwann werden auch sie ihre Vorräte auffüllen müssen. Exakt. Wir wissen, dass sich das Raumschiff morgen für genau 32 Minuten an der Atlas-Station aufhalten wird. Atlas entsendet einen Tanker zur Moros, aber nach dem Tankvorgang verschwindet sie wieder. Unser Kontakt Tosh hat angeboten, das Shuttle zu infiltrieren und nein, er... Ihr habt eure Schuldigkeit getan. Ich mache das persönlich. Seien Sie vorsichtig, Kerrigan. Verglichen mit diesem Ort ist Neu-Forsum ein Kindergarten. Natürlich. Schließlich ist da Rainer bewacht. Der dich abholen könnte. Rainer, nur die Kerrigan könnte dich abholen. Ja, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Hey, hey, hey. Oh, es ist so scheiße kalt in München, Leute. Ihr habt ja echt keine keine Ahnung. Aber es ist perfektes Zockwetter. Heizung an. Heizung an und dann direkt go. Ich bin drin. Sie werden von unseren Sensoren erfasst. Ich leite Ihnen so viele taktische Informationen wie möglich weiter. Seien Sie vorsichtig, Kerrigan.
Mein Vater wird sämtliche Vorkehrungen getroffen haben, um sicherzustellen, dass niemand zu Rayna durchdringen kann. Auf mich ist er nicht vorbereitet. Das glaube ich allerdings schon, meine Liebe. Dieser Planet gehört mir. Was zur Hölle war das? Tja. Wir kennen keine Mengsk wird leiden. Hörst Alarm aus. Ja. Der Turm wurde eingezogen. Wir gehen außen herum. Oh, Zucker. Haben wir jetzt auch. Schaben. Es ist Zeit, dass ihr alle sterben geht. Wir kennen keine Grenzen. Der Tod erwartet dich. Oh, das war hier. Der Wag. Nein! Natürlich. Ich habe aus Versehen einen meiner Hydralisken umgelegt. Nicht so ganz clever. Eieieiei, das war's. Zwei Infestoren. Das ist doch schön. Was du heute kannst. Sie fahren schweres Geschütz auf. Ja. Infestors, Infestors. Deine Königin lauft. Wir versinken alle im Boden, wir versinken alle im Boden. Sprich. Ah, jetzt hat er hier. Zack, 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 zack. Kerrigan, Sie haben das Hauptschott geschlossen. Sie werden es durchbrechen müssen. Wir kennen keine Grenzen. Ach, kein Stress. Mein Schwarm, beschütze mich, während ich mich um diese Sache kümmere. Werden wir. Dafür bräuchte ich aber ein paar mehr Soldiers. Der Schwarm folgt deinem Ruf. Königin. Sie bricht in den Hochsicherheitstrakt ein. Haltet sie sofort auf! Ja, ja. Mach nicht so eine Welle, bitte. Schiebt nicht so eine Welle. Meine Infestoren besitzen. Oh ja. Ganz genau. Ganz einfach. Schweres Geschütz wehrt sich. Seid ihr vorsichtig. Ey, wir haben hier schon. Verteidigt unsere Königin. Ja, wir haben aber genug. So ist es nicht. Können wir transfusen? Ja, können wir. Ah! Zucker! Infestoren sind einfach OP. Oh! Kerrigan, Horne hier. An dem Sicherheitsterminal in Ihrer Nähe haben Sie Zugriff auf die Insassendaten des Schiffsmanifests. Ach ja, haben wir das? Wenn möglich, beschaffen Sie diese Daten. Über den Rest machen wir uns Gedanken, wenn Jim in Sicherheit ist. Ja, mach mal. Da ist eine große Anzahl Wachen in der Nähe. Wenn ich hier Virophagen platziere, werden die Verseuchten ja. Die Verteidigung angreifen. Ja, ja, mach mal. Es ist Ihre Entscheidung. Ja, das ist mir schon klar, das ist meine Entscheidung. Ah, jetzt holen wir uns erstmal hier das schöne Dieser Ding. Planet gehört mir. Kerrigan? Jawoll. So, jetzt muss ich erstmal. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Sind alle geheilt? Jetzt ist so die Frage, wollen wir Virophagen setzen? Wir sind Arschlöcher. Wir setzen definitiv Virophagen, sodass wir da durchbrechen können. Wir sind da so eiskalt. Wir gehen da jetzt dahinter und setzen diese Virophagen.
Ja, machen wir es mal so, zack. Ja, hallo? Ach, Kerrigan muss hierher. Ja, machen wir es mal so. Die muss ich nicht anstrengen. Ja, machen wir es so. Let's Prash durch. So, das ist hier erledigt. Nein! Nein, ich habe meine Infestoren verloren, weil die einfach scheiße sind wie Kacke. Ah, lächerlich. Alles durch hier, komm. Ah, ficken. Mach mal einfach hier nochmal eine Virophage hin. Das ist mir Jacke wie Hose. Die machen wir alle kaputt. Jawollo, ja. Yum, yum, yum. Schmeckt gut. Ja, ja. Ah, wir haben einen Infestor bekommen. Zucker. Das kann nicht sein. Trennt die Gelenkverbindung zum Gefangenendeck. Ihr habt den Mann gehört. Ihr habt es in die Luft. Scheiß auf die Gefangenen. Nee, das wird nicht passieren. Das werde ich nicht zulassen. Ich werde Vergeltung üben. Und wenn ich vorher dabei drauf gehe. Ja, hier, zack. Die Verbindung hat schweren Schaden erlitten. Ja, und? Gewagt. Wir heilen uns jetzt erstmal. Und nun werden deine Taten den Tod all dieser mutigen Männer zur Folge haben. Was hat er gerade gesagt? Was hat er gerade gesagt? Sie alle sind Helden, bereit ihre Leben zu opfern, um deiner jämmerlichen Existenz ein Ende zu bereiten. Ach ja? Wir haben gerade gesehen, wie die Brücke explodierte. Die Moros wird auseinandergerissen. Sie müssen Jim retten, uns läuft die Zeit davon. Das werden wir machen. Natürlich sind unsere Soldiers alle mit dabei. Ihr wollt tatsächlich noch catchen, obwohl hier alles in die Luft fliegt. Achso, geht weiter, komm. Oh, komisch, oder? Wo ist die nur hin, die Hälfte? Ja, mach halt. Ah, mach. Wir brauchen... Ja, ja. Ich warte nicht auf den Tod. Mach die Schweine platt. Ja. Mach nicht so eine Welle, bitte. Mein Infestor, der muss mal im Boden gehen. Das ist ja wohl lächerlich. Der Tod kommt von oben. Ah ja. Kommt der wirklich von oben, oder was? So, wir machen hier alle fertig. Wir machen alles putt. Ja, diesmal kleben wir tatsächlich am Pöhlchen. Kann man so sagen. Hol der uns... Hol mal uns jetzt. Kerrigan, holst du dir bitte die Datei? Ich hab die Daten. Yes! Vielen Dank, Kerrigan. Die Eroberung geht weiter. Ah, yeah. Es ist Zeit. Ah, jetzt ist Zucker. Lasst uns rein, ihr herzlosen Mistkerle! Ja. Die sind tatsächlich alle herzlose Bastarde. Aber wir werden uns durchboxen. Boah. Das war's. Wenn wir schon untergehen, dann nehmen wir diese hässlichen Biester mit uns. Nee, das glaube ich nicht. Das terrarische Schiff bricht auseinander. Du musst dich beeilen, meine Königin.
Na, hier alles nochmal raushauen. So, das war's, oder? Genau, rette Jim ist auch erledigt. Zagara, der Leviathan soll diesen Bereich des Schiffes stabilisieren. Alles klärchen, Bärchen. Jetzt will ich mal sehen, was passiert. Es ist vollbracht. Halte durch, Jim. Ich bin fast da. Oh, was? Boom! Ich musste dich rausholen. Was hast du getan? Was ich tun musste. Sag das, Phoenix. Sag das den Millionen von Toten. Du hast geschworen, die Königin der Klingen zu töten. Du warst der Einzige, der je an mich geglaubt hat. Glaubst du noch immer an mich? Ich liebe dich, Jim. Vergiss das nie. Es ist aus. Tja, das ist ein absoluter Korb gewesen, aber war ja nicht anders zu erwarten, würde ich behaupten. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Leute. So langsam nähern wir uns dem Ende. Ich bin gespannt, wie das wird. Also, wir dürfen gespannt sein. Tschaußen.